Dankeschön. Herzlich willkommen. Sie können gleich weiter klatschen, denn Lothar Matthäus ist wieder Vater. Oder? Seine Freundin hat ein Kind gekriegt, oder mit anderen Worten, Lothar Matthäus ist wieder zu haben. der Sohn heißt, und jetzt halten Sie sich fest, der Sohn heißt Milan. Hat sich knapp durchgesetzt gegen Juve, Barca und Menu. Ja, ja, Lothar Matthäus hatte bisher insgesamt, wer weiß es, wie viele Kinder? Und hat jetzt schon vier mittlerweile. Hat aber bereits mehr Frauen und mehr Freundinnen, glaube ich, insgesamt. Es kommt demnächst ein Stammbaum mit allen Frauen, allen Freundinnen und allen Kindern, kommt demnächst als Panini-Sammelheft in die Läden. Können Sie schon mal drauf freuen. Können Sie tauschen. Hat etwa 600 Bilder insgesamt. Ja, viel Spaß dabei. Und hier, das ist auch interessant, der ZDF plant die Verfilmung der Uli Hoeneß-Story. Das heißt, nach dem Steuerzahler muss jetzt auch noch der GEZ-Zahler bluten. Und in der Hauptrolle, habe ich schon gesagt, wer in der Hauptrolle spielt? Nein, in der Hauptrolle Veronika Ferres und Heiner Lauterbach als Pep Guardiola. Können Sie schon mal drauf freuen. Sehr praktisch für Uli Hoeneß. Wenn er rauskommt, gibt es den Film bereits auf DVD. So eine tolle Sache, oder? Wie der Film heißt, das steht noch nicht hundertprozentig fest. Wir haben aber mal vier Vorschläge für Sie. Hier sind sie. Uli Hoeneß und die Kammer des Schreckens. Oder das hier, Nightmare und Säbener Straße. Dann hätten wir doch das im Angebot, Star Wars. auch mein Liebling, oder? Star Wars. Oder hier. Ich einfach unverbesserlich. Sie entscheiden. Sie entscheiden. Ja.